Und jetzt zum Sport in Steiermark heute. Mit 22 gehört er bereits zu den besten Golfamateuren Europas. Doch damit will sich Matthias Schwab nicht zufrieden geben. Der junge Mann, der in den USA studiert, strebt eine Weltkarriere an. Zu Weihnachten ist er ins Ennstal auf Heimaturlaub gekommen. In meinem Leben hat Golf eine spezielle Rolle, weil ich natürlich mein ganzes Leben lang oder fast mein ganzes Leben lang Golf gespielt habe. Mein ganzes Leben eigentlich für Golf aufgeopfert habe. Es tut aber auch mal gut, steirischen Schnee unter den Füßen zu haben. Matthias Schwab genießt seinen kurzen Heimaturlaub im Ennstal. Ich würde sagen, dass ich schon ziemlich tief verwurzelt bin. Bin geboren da, bin aufgewachsen da und mein ganzes Leben da gewohnt. Also ist natürlich die absolute Heimat. Der Sport begleitet den 22-Jährigen schon sein ganzes Leben. Egal ob auf der Piste oder als Kind bei Wetten, dass, ein Schwab macht immer gute Figur. Skifahren war ich nie gut genug, nie stark genug. Im Fußball war ich nie schnell genug, nicht wirklich athletisch genug. Ich bin zwar athletisch, aber halt nicht wirklich fürs Fußball gemacht. Und ich denke, deswegen hat sich Golf herauskristallisiert. Seit dem vierten Lebensjahr hält Matthias Schwab regelmäßig ein Eisen in der Hand. Die rasante Entwicklung des Supertalents nimmt seinen Lauf. 2012 macht dieser Traumschlag weltweit die Runde. Eine große Karriere ist vorprogrammiert. Ich glaube, der Matthias ist ready to go. Ein von den Erfolgen der letzten Jahre. In der Weltrangliste der Amateure ist uns so ganz vorn dabei. Also ich träume auch sehr, sehr viel zu und wir freuen uns natürlich riesig und hoffen, dass wir ihn so gut wie möglich unterstützen können. In den USA spielt sich Schwab mit dem Vanderbilt College auf die 1. Die europäische Amateurwertung beendet der Rohrmoser auf Rang 2. 2017 folgt der nächste Schritt, der zum Golfprofi. Jetzt geht es eben das letzte Semester auf dem College gut und erfolgreich abzuschließen und dann Ende Mai oder Anfang Juni wieder nach Österreich zu kommen und dann bei den Lions Open meinen ersten Abschlag als Profi zu machen.